Pferd am Auto, Digital Inc., sehr gehfreudig da in der zweiten Reihe mit Kadett CD. Es geht auf die Marke zu. Er hat sich für die Spur von Hard Living entschieden, war vielleicht nicht die richtige, da übernimmt das Kommando, was soll er machen? Der Fehler von Hard Living. Ah, da kommt an die Spitze Raven Damour, aber da kommt von außen I Saw You. Und der hat richtig Mumm bekommen, der Orke Lindblom. Und fährt hier in Front nach dem Sieg eben mit Sauveur. Da führt er jetzt mit I Saw You, stürmt dann die Spitze gegen Raven Damour. Dahinter dann Bonfreccia, Contio in dritter Position. Viertes Pferd ist Photos C und die Pferde kommen an der Tribüne an den Zuschauern vorbei. I Saw You mit der Führung. Feld ist weit auseinandergezogen und flottes Tempo. Das müsste eigentlich sowohl Digital Inc. als auch Kadett CD in die Karten spielen. Pferde bereits auf der Schlussrunde. Die 7, die 3, die 4, das sind die ersten. Dann eine Lücke, eine Riesenlücke, muss man fast sagen, zu Perfectly Enough. Digital Inc. geht nur nach außen, setzt hier nach. Es geht durch den zweiten Bogen. Digital Inc. außen auf dem Vormarsch ist Fünfter, ist jetzt an der Seite von Perfectly Enough. Und kann hier gleich in die vierte Position. Aber der hat einige Meter gut zu machen. Der kann hier jetzt aber auch frei gehen. Ist ja immer auch was, nicht? 7, 3, 4. Dahinter setzt Digital Inc. nach. Und wenn der zum Elite Loppet will, dann muss der hier auch noch herankommen. Und nicht nur heran, dann müsste er auch vorbeikommen. Es geht von der Überseite in den letzten Bogen. Im Fahrwasser geht auch Kadett CD weiter. Warum fährt er nach innen? Vorne ist I Saw You. I Saw You. Dahinter ist Perfectly Enough. Quatsch. Nee, das ist hier Raven Damour. Der geht nach außen. Und Digital Inc. geht ebenfalls nach außen, aber ich habe das Manöver nicht ganz verstanden. Es geht in Richtung des Einlaufes. Da geht Raven Damour außen an die Spitze und ganz außen kommt nun der Angriff von Digital Inc. Aber der müsste doch fliegen, wenn er den noch holen will da. Raven Damour, der geht hier auf und davon. Raven Damour und ich verstehe den Schielström nicht. Ich verstehe ihn nicht. Und er wird nur zweiter Mal heute und so. Die drei, Raven Damour gewinnt gegen Digital Inc. Und dahinter dann in dritter Position. Gucken wir noch mal hin. I Saw